Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Exilia 2. Nachdem wir in den letzten beiden Parts unsere Zeit damit verbracht haben, diverse Nebenaufgaben zu erledigen und beim letzten Mal endlich den fälligen Betrag überwiesen haben und unser nächstes Reiseziel ansteuern zu können, können wir in diesem Part endlich mit der Hauptstory weitermachen. Und dazu werden wir uns ein Fahrticket zum Hauptbahnhof nach Marksburn kaufen. Wir erinnern uns an das erste Treffen, oder an das zweite Treffen vielmehr, mit dem Chef von der Spyrius AG, dessen Name mir gerade wieder entfallen ist. Auf jeden Fall hat er ja eine Andeutung gemacht, oder war seine Sekretärin, dass es jemanden in Marksburg geben soll, der einen Hinweis hat, wo sich Julius befinden soll. Nochmal zur Erinnerung, unser Hauptziel ist ja eigentlich, Julius, unseren Bruder, zu finden. Und vielleicht finden wir ja einen Hinweis in Marksburg. Auch wenn ich gerade gar nicht weiß, wo es geografisch liegt. Nova sagte nur, es sei an der Grenze zwischen Olympias und Triezemetzia, Land der tausend Möglichkeiten, Marksburg. Da steht erstmal ein sehr, sehr netter Zug. Und da sind wir also. Und natürlich hat auch Marksburg eine Auftragsbörse. Und da hinten ist der Stern. Da geht es also mit der Hauptquest weiter. Aber ich würde sagen, wie so oft, schauen wir uns erstmal ein wenig in der neuen Stadt um. Hallo, alter Mann, was hast du zu sagen? Wir könnten sehr viel Gewinn machen, wenn wir Triezemetzia erobern, solange wir es noch können. Terrorist! Ins Gefängnis mit ihr. Ich mach doch nur Witze, ich bin zu alt, um mich in ein solch verrücktes Vorhaben zu stürzen. Aber meine jüngeren Enkel und Söhne, die werden mein ich hab nichts gesagt. Ist auch besser so. Oh, Jude steht hier rum. Vielleicht finden wir ein paar Hinweise über Julius in Marksburg oder Helioborg. Es gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Mit den Leuten reden, du hast es erfasst. Ich dachte gerade, du machst einen nicht sehr schönen Gruß. Aber nein, ich glaube, das sollte das nicht darstellen. Das ist also ein Zugfahrplan. Ich will nach Triklef fahren, aber ich weiß nicht mal, was ich hier gerade ansehe. Ich würde ja einen einheimischen Epilion fragen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Da, siehst du das? Was ist das? Oh mein Gott. Egal. Ich dachte früher, die olympianische Technologie sei die eindrucksvollste überhaupt, als wir diese Brücke zwischen zwei Nationen in nur einem Jahr fertigstellten. Eine Brücke? Aber wenn ich mir ansehe, wo das Gissen war, denke ich, bestand diese Grenze, die die Welt umfasste, nicht ganz und gar aus Geisterartis? Die Geister haben eine Kraft, die die der Menschen bei Weitem übertrifft. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Eine Brücke? Zwischen Triezemetzia und Olympias, das ist ja mal interessant. Willkommen in Marksburg, der Stadt jenseits des Skizzen. Viel Spaß beim Shoppen inmitten dieser wunderschönen Landschaft. Na, vielen Dank dafür. Aber sieht sehr interessant hier aus, muss ich sagen. Der Bahnhof zumindest. Worauf starrst du da? Dieser Premierminister Rosen hat vielleicht Nerven, sich auf die Seite Olympias zu schlagen. Premierminister Rosen? Seine Positionen sind einfach zu extrem. Ich werde mich auf die Seite von Gaius schlagen. Er ist viel vernünftiger. Das ist nicht dein Ernst. Dass sich Gaius und Woven bekriegen, das ist... Okay. Haben wir schon mal so einen kleinen Anhaltspunkt. Wer das Ende von Tales of Exilia 1 gesehen hat, hat ja gesehen, dass Woven dann eigentlich unter Gaius oder mit ihm zusammengearbeitet hat. Und die scheint sich auf einmal wieder nicht zu verstehen, wie es aussieht. Ach, sie verkaufen hier Gerichte aus Triezemetzia. Hui, dieser Ort wird seinem Ruf als Grenzstadt wirklich gerecht. Das Schweininchen-Sandwich, das es in dieser Stadt gibt, soll besonders köstlich sein. Ach ja, die Schweininchen. Ach, das war doch ein schönes Gericht im ersten Teil. Aber ansonsten scheint es hier nichts zu geben, außer ein Objektladen. Hast du hier was anderes zu verkaufen? Sieht nicht so aus. Ausrüsten. Und eine Ladenerweiterung, wie im ersten Teil, scheint es auch nicht zu geben. Da fragt man sich natürlich, wie kommt man an neue
Objektgegenstände, aber egal, das werden wir noch früh genug herausfinden. Wo sind wir jetzt? Ich habe es gerade überlesen. Elimhafen. Okay. Der Hafen direkt neben dem Bahnhof. Und das sieht doch mal richtig nett aus hier. Und ist das diese Brücke? Wenn wir darüber gehen, sind wir dann jetzt in Lexia. Das wäre doch mal krass. Nee, aber es sieht viel besser aus als diese Standardhäfen im ersten Teil. Das gefällt mir richtig gut. Und da ist sogar eine Auftragsbörse. Wenn wir schon mal hier sind, können wir den einen Auftrag ja noch eben abgeben. Genau, indem wir das Tomatenomelett bei diesem einen Typen abgegeben haben. Und dafür bekommen wir Minestrone. Und natürlich ein bisschen Punkte und ein bisschen Geld. So, haben wir noch irgendetwas Neues hier. Das ist alles Torballern, Höhenstraße das meiste, Fossilienfisch. Ach, und jetzt verstehe ich das auch, wie wir diese Objekte finden können. Zum Beispiel diese uralten Fischschuppen. Beim letzten Mal haben wir uns auch ganz kurz das Katzenkuriersystem angeschaut. Und schon wieder Bild Nova Geld. Geh mir nicht auf die Nerven. Beim letzten Mal haben wir das Katzenkurier-Menü uns ein wenig angeschaut. Und wenn wir jetzt eine Katze also zum Beispiel zur Alice-Thün-Straße schicken, dann besteht die Möglichkeit, dass er oder dass die Katze diese Gegenstände findet. Also langsam begreife ich das ganze System. Aber was mich nicht daran hindern wird, mit allen Leuten zu reden. Radburg wurde auf der Insel gegründet, die durch das Schiffswissen geteilt war. Die Firma, für die ich arbeite, die Spyris AG, hat beim Bau dieser Stadt tatkräftig mitgewirkt. Eine Stadt wie diese war ohne uns niemals in nur einem Jahr entstanden. Oder wäre niemals in einem Jahr nur entstanden. Marksburg ist eine Sonderzone, die zu dem Zweck errichtet wurde, den Handel und gute Beziehungen zwischen Riezemexia und Olympias zu fördern. Als diese Stadt erbaut wurde, war das politische Verhältnis zwischen den beiden Nationen sehr heikel. Nicht, dass ihr auf die Idee kommt, hier für Ärger zu sorgen. Wir doch nicht. Im Gegenteil. Wir wollen den Frieden fördern. An diesem Riff befand sich früher das Schism. Noch vor einem Jahr war das hier buchstäblich das Ende der Welt. Interessant. Also führt diese Brücke tatsächlich rüber in die andere Welt? Fragezeichen. Ach, ich bin so aufgeregt. Wollt ihr euch in Marksburg amüsieren? Dann probiert mal die Turbo-Quest aus. Dafür sind wir hier berühmt. Turbo-Quest? Ich rieche Quest. Ihr solltet zumindest einen Versuch wagen, wenn ihr noch nie teilgenommen habt. Ist wirklich der Renner. Okay. Noch mehr Quests. Juhu, noch mehr Aufgaben zu erledigen. Aber die Möwen, das sind die identischen wie im ersten Teil. Es sind wie Steine. Sie bewegen sich nicht. Sie hat sich bewegt. Ein Feature in diesem Spiel. Möwen können sich bewegen. Ist ja der helle Wahnsinn. Ich frage mich, ob diese nette Dame diesen Julius gefunden hat oder wen auch immer sie gesucht hat. Nette Dame? Okay, wieder ein kleiner Hinweis. Eine nette Reporterin gab mir etwas Süßes. Das war so lecker. Sie behauptet, es stamme von hier von einem Ort namens Riezemexia oder so ähnlich. Ich habe nur noch nie davon gehört. Okay. Also wissen wir schon mal, eine Dame ist wahrscheinlich auf der Suche nach Julius. Du bist ganz schön vorlaut, Kleiner. Ich verteile hier gratis Kostproben, also unterlass bitte deine frechen Bemerkungen, ja? Oh, das war eine Frau, sorry. Dieses Gemüse ist so anders als das in Riezemexia. Das ist alles trocken und hart. Voll eklig, Mann. Verkauf mal was Anständiges. Da ist irgendeine Verrückte und ich bin gerade zufällig Richtung Hauptquest-Ziel gelaufen. Das heben wir uns natürlich noch auf. Das scheint auf jeden Fall die Dame zu sein, die eventuell etwas weiß. Aber wir schauen uns erstmal natürlich den Rest dieses schönen Hafens und dieser schönen Stadt an. Mir gefällt die Stadt auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wasserreflexion sieht auch ganz nett aus. Ist das da hinten Eis? Eine Eislandschaft? Ach, und der schöne Himmel. Zum Genießen. Und die Flora darf natürlich auch nicht fehlen, da ganz oben auf der Brücke angebracht. Ach ja, ich fühle mich heimisch hier. Das ist also Riezemexia hier.
Obwohl es direkt vor mir liegt, kann ich es immer noch nicht glauben. Es fühlt sich an, als wären wir eben gerade noch allein auf der Welt gewesen, wisst ihr? Ja, mittlerweile wissen wir ja, ein Jahr ist vergangen nach den Ereignissen im ersten Teil. Und ich freue mich schon so auf das Wiedersehen mit den anderen Charakteren. Haben wir hier noch irgendjemanden? Da haben wir noch jemanden. Hui, ein Konde, es tut mir leid, aber wir sind hier noch beim Aufbau. Wir machen in einer Weile auf, also kommt auf jeden Fall später wieder vorbei. Und er hat einen roten Smiley, also hier können wir wahrscheinlich später irgendetwas Interessantes machen. Ladenerweiterung, Fragezeichen. Und hier ist das Edim Hotel. Was ist denn jetzt? Achso, oh, du gehst mir so auf den Keks. Liebe Nova. So, hier sind wir im Hotel, die sehen nahezu identisch aus wie die im ersten Teil. Aber ich glaube, wir könnten sowieso mal eine Runde pennen. Denn KP und TP sind schon etwas angeschlagen. 500 Gold? Ja, warum nicht? Mittlerweile haben wir schon ein bisschen Geld auf dem Konto. Und auch wenn wir Schulden haben, dürfen wir natürlich trotzdem ab und zu etwas für uns ausgeben. Lebensmittelhändler brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und natürlich der Barkeeper, der seine Getränke ewig und drei Tage mixt. Die Händler in dieser Stadt platzen vor Ehrgeiz und haben ziemlich viel Energie. Ich muss gestehen, ich könnte diesen ewig zusehen. Hat sich ja schon fast gereimt. Bist du ein Weib? Ich glaube ja. Auch wenn die Bedingungen nicht ganz fair sind, ist es wichtig, dass wir uns dem Handel mit Olympias öffnen. Jeder muss für sich selbst sorgen. Man muss seinen eigenen Weg gehen, auch wenn andere im Weg sind. Das klingt ja schon fast philosophisch. Auch nur ein klein wenig. Du musst nicht aufstehen, wenn ich mit dir rede. Junge, bleib sitzen. Die Sinefra gehörte zu einer Baureihe, von der drei Schiffe konstruiert wurden. Sie waren als Luxuskreuzer mit den höchsten Standards geplant, die die Welt je gesehen hat. Aber die erste Sinefra verschwand auf ihrer Jungfernfahrt. Das zweite Schiff, die Seminal, wurde von starken Wellen vor der Küste Duwals erfasst und sank auf dem Meeresgrund. Das dritte Schiff, die Belune, soll jedoch angeblich nahezu unbefehlbarem Glück gesegnet sein und durchflügt selbst die stürmischste See. Sie hält außerdem Rekord für die größte Distanz in Olympias je auf See zurückgelegt wurde. Und da setzt er sich wieder hin. Okay, auch interessante Info. Was mit der Sinefra passiert ist, haben wir ja im ersten Teil erfahren. Das war das Schiff, mit dem unter anderem Judes Vater und auch Elvin unterwegs waren, das ja in Rietze Maxia strandete. So, und hier sind wir jetzt im Shop District, schätze ich mal. Wie heißt es hier? Brücke der Einheit. Ach, das ist doch ein schöner Name. Und hier sind natürlich auch einige Läden vorhanden. Ich hörte, dass die Olympionen gefälschte Ware herstellen und sie auf dem Markt verkaufen. Ich frage mich, ob die hier echt sind. I can't say. Die limitierten Häselchen, die gerade so in Mode sind, gehen weg wie warme Semmeln, alle ausverkauft. Ja, von diesen Häselchen haben wir auch schon in Triklef was gehört. Scheint also eine Ware aus Rietze Maxia zu sein. Ach, und ist das ein geiler Ausblick, oder was? Zum Genießen. Ah, ich verstehe, das Mana, das vorhin zu Riesen verwendet wurde, unterstützt jetzt Olympias. Das erklärt, warum wir die Spyworks benutzen konnten, ohne dabei Geisterleben aufs Spiel zu setzen. Das bedeutet natürlich, wenn das Mana mal aufgebraucht ist, geht die Welt zugrunde. Das könnte der Anfang vom Ende sein. Deswegen wollen wir zu Spywhiten umswitchen. Zuerst wurde eine Waffenruhe vereinbart und jetzt wird hier in Marksburg bald ein Friedensabkommen unterzeichnet. Oh, das ist ein Eher. Damit bricht offiziell eine neue Ära für Rietze Maxia und Olympias an. Er hat halt eine sehr weibliche Stimme. Und du? Oh, ich will eure Gesichter sehen, wenn ich mit euch rede. Egal. Ja, das ganze Geschwätz von einem neuen Zeitalter klingt schön und gut, aber steht im Friedensabkommen nicht, dass wir ab jetzt Gebühren zahlen müssen. Ich bin absolut dagegen. Endlich haben wir einen Markt, auf dem wir unsere Ressourcen benutzen können, um billige Waren herzustellen und sie in riesigen Mengen zu verkaufen. Liegen dort die wahren Interessen von Olympias, darin Rietze Maxia zu kontrollieren? Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Zwei völlig verschiedene Welten treffen aufeinander. Und da wirklich einen fairen Kompromiss für beide zu finden, das bedarf schon politischen Geschicks.
Rietzimax hier und Olympias beginnen beide eine konsularische Rechtsprechung einzurichten. Das bedeutet, dass das jeweilige Land keine Zuständigkeit bei Angelegenheiten hat, die Fremde im eigenen Land betreffen. Angesichts des aktuellen politischen Klimas und der Stimmung unter den Bürgern haben wir keine Wahl, aber hoffentlich können wir diese Rechte eines Tages wiederherstellen. Ja, das bedarf natürlich auch eine gewisse Zeit. Ach, und die Läden sehen immer richtig cool aus mit den Schildern hier draußen. Es war eine Kleinigkeit, aber wir haben eine Katze gefunden, wie es aussieht. Nein, ich wollte nicht mit dir sprechen, ich wollte die Katze fangen. Und zwar ist das Livia. Miau. Und täusche ich mich da oder haben die Katzen auch verschiedene, verschiedene Miau-Töne, wenn man das so sagen kann. Verschiedene Stimmen. Ich glaube schon. Livia. Sehr schöner Name, wie ich finde. Die erste weibliche Katze, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hier ist der Waffenladen. Wisst ihr was, können wir uns auch mal eben angucken. Wir könnten hier theoretisch etwas Besseres kaufen. Zumindest für den guten Jude. Den Faustschutz. Kostet 860. Ach, wisst ihr was? Das prüfen wir mal. Und können dann die alten Handschuhe gleich wieder verkaufen. Auch wenn die so gut wie gar nichts bringen. Aber immerhin, mittlerweile haben wir so viel Geld. Da können wir uns das gerne mal leisten. So haben wir mit allen Leuten gequatscht. Mit dir noch nicht. Ich bin überrascht, wie gut gefertigt die Waffen und Rüstungen sind, die aus Rietzimaxia stammen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Mineralien, aus denen sie gemacht sind, so hochwertig sind. Es gibt mehrere ausgezeichnete Waffen, in die der Macher all sein Wissen gesteckt hat. Ich hätte nie gedacht, dass Waffen so kunstvoll aussehen können. Tja, so kann man sich täuschen. Ich wollte auf die Karte nochmal kurz. Und da sind wir also jetzt gleich in Rietzimaxia Hafen. Ach, das ist so spannend, Leute. Man kann so viel von der napoleonischen Wirtschaft lernen. Viele hegen einen Groll gegen ihr Land, aber ich will mir so viele ihrer guten Seiten wie möglich einverleiben, um Rietzimaxia zu einem besseren Ort zu machen. Das ist ein nobles Ziel, mein Freund. Ist das eine Frau? Ja. Oder? Ich glaube schon. Die Stoffe aus Rietzimaxia sind farbenfroh und lassen sich zu einem hohen Preis an diejenigen verkaufen, die sie schätzen. Wir können sie billig herstellen und teuer verkaufen. Und ein Vermögen damit machen. Das ist der Sinn. Von Kaufen und Verkaufen. Und von Angebot und Nachfrage. Und der ganze Mist, der dahinter steckt. So, wir sind jetzt in Marksburg im Rietze-Hafen. Auf der Hälfte von Rietzimaxia. Ich glaube nicht, dass Luca schon mal hier war. Seine ersten Schritte in einer neuen Welt. Und hier sieht der Seehafen auch wieder etwas anders aus. Ganz typisch wie die Häfen, die wir aus dem ersten Teil aus Rietzimaxia kennen. Finde ich ein kleines, aber nettes Detail. Dieser Hund stammt aus Rietzimaxia, nicht wahr? Heißt das, er kann Geisterartes benutzen? Gute Frage. Ich glaube aber nicht. Wobei, warum sollten eigentlich nur Menschen einen Mana-Lappen besitzen, die in Rietzimax hier geboren sind? Vielleicht können das auch Tiere. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Länder Hashugal und Arjul in Rietzimax hier lagen einst miteinander in Streit. Aber König Gaius konnte die beiden Länder schneller wieder vereinigen, als man Shirpei sagen kann. Natürlich spielte der Tod von Nachtigall, dem König von Hashugal, eine große Rolle, aber noch wichtiger dabei war die olympionische Invasion. Denn damals verstanden alle, dass es an der Zeit war, unsere Differenzen beizulegen und sich Olympias gemeinsam entgegenzustellen. Ja, das haben wir alles in Tales of Ixidia 1 live miterlebt. Unser Gemüse wächst auf bestem Boden und bekommt ganz viel Sonne ab. Frittiert es, kocht es oder esst es roh. Es schmeckt in jedem Fall köstlich. Das ist doch eine schöne Werbung. Dieses Gemüse, einfach großartig. Das Gemüse, das ich bisher gegessen habe, sollte nicht einmal Gemüse heißen dürfen, wenn man es hiermit vergleicht. Ach schön, dass die Olympionen das Essen hier zu schätzen wissen. Ach ja. Das Gissen war so beklemmend. Ich bin echt froh, dass es weg ist und wir jetzt so einen tollen Touristenort haben. Ja, ich glaube, diese Stadt hier ist der geniale Standort für so einen Touristenort. Und der optimale Standort
Ort, um einen Laden zu eröffnen. Der Waffenschmied beider die Waffenschmiede beider Nationen beginnen sich gegenseitig Tipps zu geben, um ihre Techniken zu verbessern. Wie ironisch, dass sie nach Abschluss des Friedensabkommens als erstes gemeinsam neue Werkzeuge zum Töten entwickeln. Ja, ist wirklich schon ein bisschen ironisch. Aber sie machen ja hoffentlich gemeinsame Sache. Und jetzt nochmal der Blick von der anderen Seite auf die Brücke. Ach, ein schöner Anblick. Ist die Aussicht nicht unglaublich? Das Wetter ist perfekt und über der Brücke sieht man einen Regenbogen. Echt? Ich sehe zwar keinen, aber okay. Alle möglichen exotischen Seevögel strömen im Scharen hierher. Ihre Eier sind äußerst wertvoll. Nein, ich glaube nicht, dass Eier von Möwen besonders wertvoll sind. Aber vielleicht meint er ja auch andere Vögel. Ich hoffe es einfach mal. Und hier waren früher die Waffen- und Rüstungsläden und so. Aber anscheinend kann man jetzt hier nichts mehr kaufen. Es tut mir sehr leid, aber wir haben noch nicht geöffnet. Diese Stadt macht es einem richtig schwer, bevor man offiziell eröffnen darf. Es ist wirklich mühsam. Das bedeutet, dass es noch etwas dauern wird, bis wir offiziell aufmachen. Entschuldigt die Umstände, aber kommt doch bitte später wieder. Okay, und auch du hast so einen roten Smiley. Anscheinend kommen wir wirklich später bei dir irgendetwas Besonderes kaufen. Apropos Möwen, hallo Möwen. Du lässt uns hier nicht durch. Und auch ansonsten ist hier nicht viel zu sehen. Ja, das Stadterkunden dauert ein bisschen länger als gedacht. Aber ihr wisst es ja mittlerweile. Das gehört einfach zu meinem Spielstil, mir alles anzusehen. Und sorry, wenn ich euch damit nerve, dass ich das ab und zu mal erwähne. Seit das Schism aufgehoben wurde, ist das Geisterklima in Rietzemexia etwas ausgeglichener. Geisterklima? Das ist die Kraft, die Natur in Rietzemexia formt und verändert. Wenn ihr je nach Rietzemexia kommt, werdet ihr sehen, was ich meine. Also sind wir doch noch nicht in Rietzemexia. Zumindest noch nicht ganz anscheinend. Aber ganz, ganz in der Nähe. Da ist noch ein Hotel und ein Speicherpunkt. Das ignorieren wir einfach mal. Und wo geht es da hin? Ich glaube, dieser gelbe Punkt war ein Teleporter-Symbol, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich glaube, in diesem Falle kommen wir dann irgendwo anders hin. Zurzeit keine Abreise möglich. Tut mir leid, komm später wieder. Okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, uns zu verbieten, an bestimmte Orte zu reisen. Okay, aber da können wir später bestimmt auch nochmal vielleicht nach Rietzemexia rüberdüsen, per Schiff. Ist ja nicht so, dass wir keine Schiffe kennen würden. Im ersten Teil eine sehr beliebte Reisequelle. In diesem Teil scheint der Zug die erste Variante der Fortbewegung zu sein. Okay, dann haben wir hier, denke ich, gleich erstmal alles soweit erkundet. Hier haben wir noch einen Rüstungsladen und einen Objektladen. Ich gucke einfach nochmal, ob wir hier eventuell eine Katze finden. Nee, aber das wäre ein bisschen zu billig, zwei Katzen an zwei fast gleiche Orte zu verstecken. Gut. Irgendwas wollte ich noch machen. Haben wir irgendwann noch eine Quest aufgenommen, die wir abgeben können? Fragezeichen. Nee, haben wir nicht. Elite Monster Info ist auch noch nichts Neues da. Guck nochmal alles schnell eben durch, aber ne, scheint nichts Neues zu sein. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir zu dieser etwas seltsamen Frau. Aber Leute, mit einem Blick zur Uhr würde ich sagen, ist das eine Katze da? Nee, das ist keine Katze. Was diese Person da einsam in der Ecke macht und was sie uns zu sagen hat, das hören und sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of Ixidia 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Erkundung der Stadt Marksburg. Und beim nächsten Mal, endlich, geht es ein bisschen weiter mit der Hauptgeschichte. Bis dahin, macht's gut und ciao, sagt euer Killer.